Herzlich willkommen zur nächsten Final Fantasy 13 Lightning Returns Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Soivo. Und ja, wir sind immer noch dabei, die ganzen Nebenquests in Luxellian zu machen. Haben jetzt dieses Sternenstaubzeug das letzte Mal bekommen und müssen jetzt erstmal hier zurück, um den Spaß machen zu können mit dem Katzengedönse. Die Gertrude nehmen wir natürlich mit. Müssen ein bisschen aufpassen, was Katzen angeht, weil die ja geil auf das Sternenstaubzeug sind und wir müssen das diesem Ronan oder wie er hieß wiedergeben. Wenn ich richtig liege. So. Zaubern und dann müsste er tot sein. Denke ich mal. Ne, Gertrudchen? Danke. So, der müsste, wenn ich mich richtig erinnere, direkt hier am Ausgang von der Altstadt sein. Beziehungsweise vom Südviertel in Richtung Altstadt. Deswegen müssen wir jetzt hier mal ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie blöd in eine Katze reinrennen schon. Okay, ich sehe jetzt hier keine Katze momentan. Ich glaube, der ist hier rumgerannt. Da sind auf jeden Fall die ganzen Katzen. Das ist nämlich das Kind mit dem... Ich glaube, das ist das, wo ich hin muss. Genau, das habe ich gedacht. Oh, fuck you. Die sind ja sofort zu mir gerannt. Okay, dann müssen wir nochmal zurück und das Zeug wiederholen. Ja, die sind sehr schnell. Ja, danke. Das habe ich auch schon herausgefunden. Also ich habe eigentlich gedacht, dass wir erstmal noch ein paar Meter nach vorne laufen könnten. Bevor die uns da anfangen zu fressen, wie die Bekloppten. Da lag ich aber scheinbar falsch. Holy shit, ey. Die haben ja gleich angefangen, auf uns einzufuttern hier. So, ich glaube, das war ja hier irgendwie. Der Drude, komm her. Also holy shit, haben die schnell mich gefuttert. Das habe ich echt nicht erwartet, muss ich zugeben. Du Sauhund. Ich glaube dir nicht. Der ist tatsächlich meinem Ding ausgewichen, ey. Meinem Krafti. Kann mir doch niemand erzählen, dass er das mit den Katzen beim ersten Mal geschafft hat. So schnell, wie die da einfach angerannt kamen und mir überhaupt gar keine Chance gehabt hat, da irgendwie was zu unternehmen. Ah, naja, was soll's. Da ist er, der Rubio, wie auch immer. Danke, machen wir Neues. Dankeschön. Dann auf zum nächsten Versuch, würde ich sagen. Scheiß auf die Gertrude in dem Fall. Wir haben eh keine Chronostasis gerade an, warum denn das nicht? Sehe ich gerade. So, da haben wir die nächste laufen. Für den müssen wir ja nach Yuuzhan. So, ab hier rauf und dann sind wir fast wieder da. So, hier ist noch eine Gertrude, die machen wir natürlich kaputt. Wenn sie schon blöd dasteht und uns nicht gesehen hat. Die erstmal schön Feuer drauf gezaubert haben, mal wieder. Weil ich so unglaublich schlau bin. Und ich weiß eigentlich, dass sie Feuer immun ist. So, Blitz, Blitz und Feierabend. Danke. So, auf ein neues mit den Scheißkatzen. Ah, die werden mich wahrscheinlich direkt nochmal drollen, wie es... Oh, ich glaube, die kommen schon angeflitzert. Oh, die haben mich. Die Schweine. Ich habe gar keine gesehen, Mann. Ja, danke, erzähl's nochmal. Holy shit, ey. Also, das kann noch ein Weilchen dauern. Ich habe es auf der Map nur anrennen sehen. Da ist es so dunkel an der Stelle, dass man das gar nicht so wirklich sieht, ob die jetzt kommen oder nicht. Ein bisschen scheiße.
muss ich sagen. Aber was soll's? Na, was ist mit dir? Dich machen wir mal kaputt, wenn du da schon dumm rumstehst. In der Hoffnung, dass du irgendwann ausgerottet bist. Das wäre so toll, wenn die mal sterben würden. So, weiter geht's. Noch einmal zu dem. Das war ein bisschen eklig, muss ich echt sagen. So. Nochmal. Ich hoffe, ich habe noch genug von denen. 17, also 5 Versuche haben wir noch. So nach dem Motto. Ne, 16, also 8. 8 Versuche haben wir noch. Kostet ja nur 2 und keine 3. 8 Versuche. Hahaha. Ha, ha. Oh Mann. Bitte aber nicht, ne? Scheiß auf die. Chronostasis wieder anmachen. Auch wenn die Fellknäule droppen würden. Da habe ich keinen Bock drauf gerade. So, ab hier rauf. So, da ist wieder der blöde Leckley. Kommt bestimmt gleich wieder eine Gertrude. Vielleicht auch nicht. Doch, da ist es schon. Die machen wir auf jeden Fall kaputt. Bisschen angreifen. Blitzen, blitzen, blitzen. Barb. Und nochmal Barb. Danke. Weg bist du. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oder kam schon eine Katze angeflitzert? Komm her. Gut, ich hab's, glaube ich, geschafft. Okay, geht doch. Holy shit. Diese Viecher. Ich glaub's ja nicht. Ronan? My name is Ronan. Am I in my own body again? Yeah. Yep. Looks like this stuff actually worked. Welcome back to your old life. Back? But if I'm here, then where's Jem? Das ist die Frage. Look, she's gone. You know that. She's been gone for decades. I know it's a hard reality to face. Okay. But you can't keep running from it anymore. I know, I know. She's never coming back. I get it. You're right. I have to face the truth. Der hat aber schnell nachgegeben. I miss her. I'd give my own life to bring her back. But that's not what I want. Who is that? Is that you, Jem? It is, and I'm here to tell you I want you to live, Master. What? If you die, there will be no one left in the world who remembers me. I lived a short but perfect life. You treated me with love. I couldn't have asked for anything more. I'll always be with you in your heart and in your memories. Das ist mir ein bisschen zu abgedreht. I want you to be happy, just like you were when we were together. Jem. Du hast doch 6 andere Katzen oder so um dich rum. Did you see that? I actually talked to Jem. It's like a dream come true. You experienced something very special. A miracle, even. I owe all of this to you and Lumina. Thank you, from the bottom of my heart. You're thanking Lumina? Have you forgotten she's the reason you almost spent eternity as a cat? I'm not so sure about that. I think she knew that I'd go to great lengths to bring Jem back, even if it meant hurting myself in the process. I think Lumina saved me from myself. If that's what you choose to believe, I won't stop you. The important thing to remember is that Jem will always be with you in your heart, and that's where she'll stay. Alles klar, Quest abgeschlossen. Oh, hat sich sogar wirklich gelohnt mit 12 Magie, finde ich. Könnten aber ja auch mal wieder zum Labor irgendwie gehen. Was haben wir da? Grüne Karfunkelpuppe. Ich glaube, das ist für die Dings, für die eine Quest, oder nicht, wo wir da irgendwie... Da wollte doch jemand eine Puppe haben. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Gucken wir erstmal wegen Hochstufung.
Die hier vielleicht hochstufen. Danke, weil die benutzen wir ja für irgendwas. Stufen wir die aber auch einfach hoch. Damit können wir nämlich 2 und 2 zusammenschmelzen. Alle, die wir da haben. Das benutzen wir auch. Dann stufen wir das natürlich auch auf. Und noch irgendwas aufstufen? Na, Aero benutzen wir nicht. Was benutzen wir denn noch hier? Schutzsphäre. Na, wenn das geht, dann machen wir das doch. Ist ja logisch. Das können wir sogar nochmal aufstufen. Machen wir das so einfach. Alles klärchen. Nutzen wir noch irgendwas? Nö. Gut, dann Kampfgarnituren. Können wir da was machen? Frostschlag. Nutzen wir den? Ich glaube ja. Den Rest können wir nicht aufstufen. Gucken wir mal, dass wir die Sachen versuchen zu synthetisieren. Okay, das hat es schon erreicht. Angreifen, Stufe 2, da kann man doch was machen. Zack, weg damit. Eis, Stufe 2, da haben wir nämlich noch mehr von gemacht. So, je stärker Eis wird, umso besser ist es doch. Aber ich glaube, die benutzen wir aktuell gar nicht wirklich, weil wir Eisra irgendwo drin haben. Das ist bestimmt in einem der gespeicherten Dingern. Hochstufen wollte ich gar nicht, so hier wollte ich noch was machen. Machen wir das mal noch. Das ist jetzt die Maximumstufe erreicht. So, weiter geht der Spaß. Genug Geld haben wir ja, letztendlich. Das hat erreicht, okay. Gehen wir erstmal hier rüber. Kann man die sortieren? Nach Alphabet, danke. Die sind voll. Hier kann man noch was machen. So, das ist auch voll, perfekt. Rotzschlag, zack. Glutwalze, kann man mit Glutwalze verbinden. Leichter Hieb, der ist schon voll. Okay. Nehmen wir mal so einen gelben leichten Hieb dazu, dann sind die beiden voll. So, Rundumschlag, da scheißen wir gerade mal drauf, den finde ich nämlich blöd. Sturmschneise ist voll. Aero, da können wir noch ein paar hochstufen. Der ist schon voll. Bap. Zack. Ich glaube, da können wir Jahre mit verbringen, bis wir all unsere Zauber hier weggestuft haben. Quasi. Ich weiß gar nicht, ob sich das auch lohnt. Gucken wir mal, ob wir bei den Kampfgarnituren da was machen können. Sieht nicht so aus. Schade. Aber was soll's, machen wir halt so viel, wie es eben geht hier. Oh, da können wir das andere Aero reinballern. Blitz. Hier wollen wir doch hingehen. Gucken wir mal hier nach Zaubern erstmal. Blitz. Zack. Da haben wir wieder einen Blitz voll. Perfekt. Machen wir mal einen Blitz mit einem gelben Blitz zusammen. Das reicht aber noch gar nicht. Das reicht auch noch nicht, okay. Das andere gelbe Blitz will ich jetzt dann auch noch reinballern. Eisdinger können wir noch wieder verbessern. Zack. Zack. Das hat es schon erreicht, hat aber gar keine tolle Stufe bekommen. Ist ja toll. Es wird gar nichts verbessern. Das ist ein bisschen seltsam. Lassen wir das erstmal. Feuer, Ruin, da kacke ich drauf. Das ist mir auch egal. Depotest und so, die haben es eh voll. Für die Wahl Stufe 3, okay. Interessant, die ganze Geschichte. Dann lassen wir das aber erstmal wieder. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder zurück hier runter, weil wir immer noch den einen Kalja finden müssen. Diesen Mann ohne Namen für den Tagebuch-Questing. Das müssen wir immer noch machen hier unten drinnen.
Das war ja eigentlich der Hauptgrund, warum wir hier ins Südviertel rein sind. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber wir haben mittlerweile 7000 Leben. Das ist ganz schön viel. Ich glaube, das ist so langsam auch der Wert, wo wir dann in dem Wildlanden in das eine Tempelding da reingehen so konnten. Ich denke zwar, dass wir das als nächstes noch nicht machen werden, aber wir könnten wahrscheinlich, wenn wir wollten. Das ist ja auch schon ganz nett. So, hier waren wir jetzt. Hier haben wir die Luise gefunden. Hier haben wir noch eine Gertrude, die machen wir natürlich kaputt. Wir wieder ein bisschen was an Punkten dazu kriegen. Diesmal habe ich sogar geschafft, mal nicht zu feuern. Ja, mach du nur. Lustigerweise habe ich das, was ich an Schaden bekommen habe, einfach wieder weggeheilt. Blitzen und fertig, danke. Dürm, 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 dürm. Weiter geht's. Das ist so die ich hier, genau, da habe ich das Elixier für den Vater gemacht. Ich würde auch sagen, vom Namen her kommt mir die bekannt vor. Hier ist irgendwie nichts los. Jünger Etros. Was ist das? Da war eine Gertrude, ist aber verschwunden. Dann gehen wir mal hier unten rein. Aber hier müssten wir ja rumspringen. Ich erinnere mich gerade wieder. Das haben wir ja schon mal machen müssen bei der Quest-Geschichte. Gucken wir mal. Ob wir das nochmal hinkriegen. Den Spaß. Gucken, ob wir hier irgendwas finden können. Ich denke mal eher nicht. So. Warum bist du da nicht hängen geblieben? Och Mann, Mädel, was ist denn los mit dir? Oh, hier kann man aber hoch, das ist ganz gut. Wenn sie mal hochgehen würde. Jetzt verlieren wir hier wieder ein bisschen Zeit, auf jeden Fall, weil uns jetzt die Chronostasis ausgeht. Jetzt, bitte. Hätte auch schon vorher gehen können. Meiner Ansicht nach. Sieht nicht so aus, als ob da irgendwas wäre. Da ist auch nichts. Da kann man springen, hier geht's rum. Ich denke, wir müssen auch hier weiter. Oh, fuck it. Gegner. Oh, scheiße. Kleine Kackerviecher. Na egal, besser als nix. Machen wir erstmal den da kaputt. Feuer, Feuer, Feuer. Ist der auch weg? Danke. Aber Hauptsache, wir haben die blöde Katzenscheiße auch fertig gekriegt. Das war vielleicht nicht so gut, dass wir da runtergehüpft sind. Ich glaube, das hätten wir nicht unbedingt gemusst. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Nicht, dass wir jetzt zu weit zurück sind. Quasi. Ich glaube, das war gut. Alles in Ordnung. Warum springst du denn nicht, Mädel? Na egal, hier ist auf jeden Fall eine Treppe. Nochmal. Jetzt, danke. Das ist bestimmt, weil ich die Waffe draußen hatte. Oh Mann, was ein Dreck. Weil gesprungen bin ich ja. Ist nur nicht dran hängen geblieben. Diesmal sind wir zu früh gesprungen. Holy shit, ey. Kack doch drauf, Mann. Lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Holy shit, ey. Zack. Zack. Und tschüss. Eieieiei. Jetzt ärgert ihr mich hier aber doch ganz schön, muss ich zugeben. Danke. 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 Danke.
Zack, zack, zack. Immer weiter. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Jetzt muss ich gerade mal auf die Map gucken. Ich denke, hier geht's tatsächlich weiter, oder? Ja, und da unten steht jemand. Das könnte er sein. Ah ne, das ist gar niemand. Das ist das, wo wir gegen den Dings gekämpft hatten. Gegen den Schattenhunter, Karl. Gehen wir mal die anderen Weg entlang. Was ist das da oben? Okay. Die Frage ist, wo müssen wir rum? Hier geht's, glaube ich, zurück. Das will ich ja gar nicht. Da sind wir jetzt einmal schon durchgegangen. Ich glaube nicht, dass der da drinne steht. Der Kali. Gehen wir mal hier oben zurück. Wo könnte denn noch sein, der Mann ohne Namen da? Holy shit, ey. Ach, Gertrude, komm her. Your cause is lost. Oh, jetzt feuer ich natürlich mal wieder. Schon klar. Angreifen, angreifen, angreifen. Blitzen, blitzen, blitzen. Blocken, blocken. Blitzen, blitzen. Danke. Easy peasy. Gucken wir gerade mal, dass wir vielleicht in die andere Richtung mal gehen. Da waren wir ja schon. Dass wir irgendwie mal hier lang gehen. Vielleicht finden wir den ja hier irgendwo noch. Kannst du mir zwar nicht so richtig vorstellen, aber ein Versuch ist es ja trotzdem wert, denke ich. Da ist jemand, okay. Mit dem kann man auch reden. What? Care to tell me your name? You only need a name if you want to talk to people. If you don't, then what good is it? That's why I. Okay, das ist der wohl. Perfekt, da haben wir alles gefunden. You're definitely the one I'm looking for. The man without a name. That's you. It's true, I've been nameless for many years. But am I the one you seek? Who knows? Who knows anything for certain in this dying world? Blah blah blah, jedes Mal. I guess we can skip the introductions then. I've got a question for you. Über das alte Tagebuch. The reason I wanted to talk to you is because I'm looking for a journal. It belonged to Renulf. Renulf's journal? Why? What do you want with a thing like that? Nothing. It's not for me. He asked me to find it for him. I'm just doing him a favor. I thought this day would come. After two centuries, I'd hoped he'd given up. But when has a man like me ever gotten his way in this miserable world? So much water under the bridge. What did you say? You say Renulf asked you to do this for him. Is that true? That's right. He did. Then go to Yusnan. A woman named Durin has what you're looking for. When you see her, hand her this letter. Tell her that Reddick sent you. Reddick? So that's your name? Yes. Centuries ago. Anyway, you tell Durin who sent you. Okay, also noch eine Quest für Yusnan. Durin liked to watch the trains go by. She would sit and watch for hours. You'll probably find her near the overlook in Yusnan, where you can see the tracks. Okay. Gut, haben wir das auch erledigt. Ich muss jetzt ehrlich gesagt mal auf die Nebenmissionen gucken, wo wir jetzt eigentlich stehen. Verloren im Chaos, die Putzpa haben wir. Die weiß ich ja, wo sie steht. Die ist auch da, aber die ist nur tagsüber da. Das heißt, die können wir nicht abgeben. Ah, auf dem Gebetsplatz im Bodenbezirk ist der also. Okay, dann gucken wir da dann mal. Engelsdrehen, das war die, die uns erst morgen wieder was sagt. Das war das, wo wir jetzt nach Yusnan müssen.
Das war auch der, der erst wieder was Neues sagt. Brautschau, das ist auch in Newsnan. Da weiß ich leider überhaupt noch nichts zu. Das hier müsste auch irgendwie noch sein, dass da Geister irgendwie sind. Okay. Also haben wir noch die Geisterquest aktuell und diese rote Dingsbums-Quest, die wir abgeben müssten. Hier in Luxarian, und das war's dann eigentlich. Also sind wir doch ganz gut vorangekommen, fürs Erste. Ich find's krass, dass da so viele Usnan-Quests dann jetzt bei rausgekommen sind noch. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall als Nächstes nach Usnan gehen. Wenn wir da die Nebenquests dann auch noch erledigen können. Von hier. Oh, Blitzi Blitz. Zack, zack. Danke. Da ist er weg. Gut, gut, gut. Weiter geht's. Wir haben wieder eine Chronostasis. Machen wir die doch auch an. Schaden kannst du ja nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier gerade überhaupt sind. Beim Nordbahnhof. Wir müssen in die Altstadt da dafür. Glaube ich, oder? Nee, es war nicht die Altstadt. Doch. Nee, doch. Ja, nee. Ich weiß es gerade gar nicht. Muss gleich nochmal gucken. Wir geben jetzt erstmal die Quest mit der Puppe ab. Die war ja hier unten irgendwie, das Mädel. Hier links irgendwie. Genau, hier. Genau. Look what I found. Here you go. Make sure you don't lose it again, okay? My doll! You really found it! Oh, thank you, thank you! My mom gave this to me. She's gone now. She got swallowed up by the chaos. It was 200 years ago, maybe longer. If this doll was safe and sound inside the chaos, that means my mom is okay too, right? It means she's watching over me from far away, right? Wahrscheinlich. 30 und 3, gar nicht so schlecht, denke ich. They pray that even though their bodies are gone, their souls still exist. They pray they'll see their loved ones again. That little girl. Ah, das ist ein Geist, glaube ich. You look familiar for some reason. You and I, we've met before, right here where we stand. Although I really wasn't in any state to introduce myself at that time. Okay. You're one of the women who was killed by Etro's heretics. It was your resemblance to me that got you killed. It was because of me that you died. Yes, but I don't blame you. All is part of God's plan. It was my destiny to die here so that I could meet you, Savior. You're saying God intended for you to die like this? I believe so. I believe I was meant to die and gain enlightenment. I know because I was a member of the Order. And learned all about the teachings of God. I'm to share with you my knowledge and help guide you on your journey. Okay. Savior, you must be aware that in this world, new life hasn't been born for hundreds of years. Ja, wieso? Do you know why that is? I've never given it much thought, but I suppose that's part of his plan too. A dying world can't support a growing population. And that's what the Almighty Buenavelza chose as his solution. Is that it? No, I'm afraid that's not the case. It wasn't due to his plan. It was because of the goddess's disappearance. Because of Etro? How? In this world, Etro is believed to be the goddess of death. Her followers are heretics. Ones who go against society's ways. But the true Etro... She was the goddess that provided new life with a soul and okay. a spirit. And now that she's gone, there's no one out there to take her place. Anything born into this world would be nothing more than an empty vessel. Reincarnation isn't a part of the world's cycle anymore. Dead souls don't return to this world in a new form. And that's why no new life is born. This problem... It doesn't just affect our world. According to legend,
The almighty Bonavelza will appear before us one day. And when he does, he will recreate heaven and earth. But that leads to the question, when this happens, who will breathe life into the new world? That's a good question. With the goddess gone, I suppose someone needs to fill her shoes. Yes. Otherwise, the circle of life will remain broken, and the new world stagnant. You have a duty as the savior. If you really care about what happens to us in the new world, you have to find a way to do what Etro once did. That's a hell of a tall order. Finding a replacement for a goddess. Aber echt mal. But I want to thank you for telling me this, and I won't forget what you told me. You have my word. That's all I need to hear, to be completely honest. I don't know if you can save us all. But I know that if I have to put my faith in someone, it's you. Okay, ich glaube, da waren noch zwei mehr, die getötet wurden. Also werden wir wahrscheinlich noch zwei Geister finden müssen. Was I able to save her soul? But that's not possible. I thought that wasn't within my powers. What was that light? Did you say something? The monitors were acting up again. They do that sometimes. Ja, schon klar. You said that the savior doesn't have the power to save the souls of the dead. I can save the living. That's it. That's right. You can save all the living souls you want, but once they're dead, it's too late to help them. What makes you ask? So, wir müssen auf jeden Fall zum Glockenturm da dann auch. Aber wir machen auf jeden Fall gleich erstmal einen Cut, wenn die hier fertig gebabbelt haben. Und zwar jetzt. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Noch gucken, dass wir das nächste Mal die restlichen Geister finden und die Sphärenquest abgeben. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und bis denne. Ciao, ciao.